Tatsächlich ist das Thema Milchfieber in vielen Herden immer mal wieder mehr oder weniger stark präsent. Wenn du dich ebenfalls regelmäßig über Milchfieberfälle in deiner Herde ärgerst, schau dir dieses Video gerne bis zum Ende an. Seit 12 Jahren berate ich Milchviehbetriebe unabhängig. Dabei ist mir immer sehr wichtig, dass das Wissen nachhaltig auf dem Betrieb verankert wird. Klar hat jeder Milchviehhalter schon mal gehört, dass Milchfieber von zu viel Kalzium oder Kalium in der Ration kommen kann oder dass er natürlich nicht das Mineralfutter der melkenden Kühe an die Trockensteher verfüttern sollte. Was aber tatsächlich die kleinen, feinen Stellschrauben sind, das ist vielen aus meiner Sicht nicht bewusst. Tatsächlich ist es aber in der Praxis häufig ein Thema, gerade für Betriebe mit kleineren Tierzahlen, gute Lösungen und die passenden Stellschrauben für die Trockensteher zu erarbeiten. Nicht selten ist das genau der Grund, weshalb sich eine Herde nicht ordentlich weiterentwickeln kann. Der neue Frischmelkerstall wurde einfach noch nicht gebaut oder er wurde bereits gebaut, aber trotzdem läuft es nicht richtig rund bei den Frischmelkern. Obwohl früher alle Berater meinten, es würde nur am alten Stall liegen, dass die Herde sich nicht weiterentwickeln kann. Fakt ist, es gibt sehr viele Lösungsansätze und klar ist, dass sie mitunter erst einmal etwas unbequemer sind als das Altgewohnte. Wenn man sich aber mit seiner Herde und seinen betrieblichen Zielen intensiv auseinandersetzt, so weiß man, dass man sich selten verbessert, wenn man alles so lässt, wie es bisher ist. Man benötigt ein gewisses Out-of-the-Box-Denken, um aus dem Kreislauf herauszukommen. Und nicht selten lässt sich sowieso erst dann der neue Stall bauen, wenn man vorher einen Teil der Probleme bereits gelöst hat und die Kühe einfach mehr Milch geben und die Milchproduktion sich auf dem Betrieb in der Wirtschaftlichkeit auch verbessern lässt. Deshalb ist es total wichtig, über den Tellerrand zu schauen und sich nicht mit "die Silage enthält zu viel Kalium" Argumenten abhalten zu lassen, die Ration trotzdem bedarfsgerecht zu gestalten. Wenn du damit beginnst, die Fütterung deiner Kühe besser zu verstehen und das Wissen bei dir auf dem Betrieb verankerst, dann kannst du viele fütterungsbedingte Krankheiten wie unter anderem Milchfieber deutlich verringern, trotz guter Einsatzleistungen. Dafür musst du aber wissen, was deine Kühe von deiner Ration fordern. Du musst es verstehen und deine Erfolgskennzahlen für deinen Betrieb erarbeiten, denn nur dann kannst du nachhaltig erfolgreich die wichtigsten Kühe auf deinem Betrieb, das sind die Trockensteher, füttern und spielst nicht ständig dieses Trockensteher-Roulette, von dem ich so gerne in meinen Fütterungskurieren schreibe. Wir sind davon überzeugt, dass Fütterungswissen in die Hände der Milchviehhalter gehört, damit es fest verankert und nachhaltig auf dem Betrieb bleibt und man jederzeit reagieren kann, wenn etwas eben nicht ganz so rund läuft und man die entsprechenden Stellschrauben, weil man weiß, wie man seinen Erfolg wiederholen kann, dann auch drehen kann.